Canva ist ein super cooles Tool, um Grafiken herzustellen für YouTube-Vorschaubildern, Social-Media-Posts, Flyer, Präsentationen und so weiter. Aber man vermisst ein bisschen die Ebenen von Photoshop und so. Geht das nicht, irgendwie die Ebenen anzuzeigen? Wenn ich jetzt hier Dateien, ich will eigentlich das Blaue hinter Dateien bearbeiten. Es ist sehr schwer, das zu... Es gibt einen Trick. Es gibt einen Weg. Es ist etwas versteckt. Und zwar gehst du hier auf Position. Und normalerweise kommst du hier. Da hast du die Möglichkeit, zum Beispiel ein Textfeld nach vorne zu heben oder nach hinten zu schieben mit diesen Funktionen. Jetzt ist es hinter dem Blau. Da könnte ich jetzt zugreifen auf das Blaue, aber das will ich jetzt nicht so. Und wenn du hier klickst, jetzt sind wir bei Arrange, wenn du hier klickst auf Layers, haben wir genau das. Und ich kann jetzt die Ebenen irgendwie hin und her schieben, Reihenfolge ändern oder ich kann jetzt einfach auch direkt eine Ebene anwählen, jetzt der blaue Hintergrund hier, und dann kann ich das ganz einfach bearbeiten. How cool is that? Gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und